Taufkurs, oder wir haben einen Taufkurs gemacht und ja, ich durfte mit dabei sein und das war echt immer sehr, sehr schön. Genau, und deswegen möchte ich jetzt einfach noch ein paar Worte sagen, bevor wir zur Tat schreiten. Ich möchte ein paar Verse vorlesen, die mir in den letzten Jahren eigentlich wichtig geworden sind. Oder ich möchte daraus predigen, und zwar aus Apostelgeschichte 2. Und das ist diese feurige Pfingstpredigt von Petrus. Diese Predigt, ja, ist einfach, ja, one of a kind. Also es ist wirklich sehr, sehr besonders. Und vor allem ein Satz, der ist mir für heute eigentlich so sehr auf dem Herzen, und das ist der Satz: Lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht. Lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht. Das ist der Kern sozusagen, oder nochmal so die Endzusammenfassung von dem, was Petrus auf dem Herzen hat. Diese feurige Pfingstpredigt, die er hier hält, die hält er, um den Menschen genau das zu sagen. Lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht. Wenn ihr Vers 40 lest, da sagt Petrus: Und mit vielen anderen Worten legte er Zeugnis ab und ermahnte sie und sagte: Lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht. Also er hat noch viel mehr gepredigt, noch viel mehr gesagt. Aber letztendlich, das, was er sagte, ist: Lasst euch retten. Das ist die Zusammenfassung dieser vielen Worte, die er gemacht hat. Und wir alle kennen lange Predigten. Aber gut, wenn dann ein Satz noch hängen bleibt: Lasst euch retten. Das ist das, was Petrus seinen Zuhörern unbedingt, ja, was sie wissen müssen, was sie hören müssen. Lasst euch retten. Die Predigt ist natürlich viel länger und ich werde auch noch ein, zwei Sachen daraus vorlesen, aber behaltet das mal ein bisschen im Kopf: Lasst euch retten. Ich musste zu Hause an so ein Schiff denken, was gerade untergeht. Ein sinkendes Schiff, vielleicht die Titanic oder irgendetwas anderes, aber du hast dieses Riesending und es läuft langsam voll Wasser und gluckert unter. Und es gibt Leute, die das wissen. Und diese Leute oder diese Person, die das weiß, ruft: Lasst euch retten. Lasst euch retten, denn ihr geht gerade unter. Lasst euch retten, denn das Schiff ist im Begriff zu sinken. Lasst euch retten von diesem Schiff, von diesem sinkenden Schiff. Und ja, das Schiff, das geht sehr langsam unter. Und am Anfang merkt man das vielleicht gar nicht. Vielleicht nur so besonders sensible Menschen merken das. Oder Tiere, ne? Ich weiß nicht, ob es wirklich stimmt, aber man sagt ja, die Ratten verlassen als erstes das Schiff. Ja, warum? Weil sie das spüren. Sie merken das anscheinend. Ich bin kein Rattenprofi und auch kein Seefahrer, wo ich diese Seefahrermütze heute trage, aber sie verlassen als erstes das Schiff, sie merken das. Und wir wissen ja auch, dass Tiere andere Dinge ziemlich früh merken. Man sagt ja irgendwie, Hunde spüren das, wenn ein Vulkan ausbricht oder so. Haben wir vielleicht alle schon mal in irgendeinem Kinderbuch gelesen über Vulkane. Aber ne, scheinbar haben bestimmte Tiere so bestimmte, ja, sind sehr sensibel für solche Dinge, für solche Ereignisse. Und merken das vor uns. Wir sind etwas unsensibel manchmal. Wir merken manchmal erst, wenn es zu spät ist. Oh, der Vulkan bricht aus. Wenn schon die Lavabrocken quasi auf unser Haus aufklatschen. So. Dann kurz vorher so: Okay, lass mal gehen. Okay, lass doch nicht gehen. Also, und hier ruft ein Mann: Lasst euch retten. Lasst euch retten. Aber woraus? Woraus sollen sich Petrus' Zuhörer retten lassen? Sie stehen ja nicht auf irgendeinem Schiff. Woraus? Aus diesem verkehrten Geschlecht. Was heißt verkehrtes Geschlecht? Ich habe zu Hause Laura gesagt, nicht, dass irgendjemand an eine Geschlechtsumwandlung denkt oder so. Ne? So die Jüngeren von uns, die diese alten Wörter gar nicht mehr so richtig verstehen. So, hä, verkehrtes Geschlecht, okay. Ich bin im Körper eines Mannes geboren, obwohl ich eine Frau bin. Ich lasse mich jetzt retten aus meinem verkehrten Geschlecht. Nein, das ist damit
sondern man kann auch sagen, lasst euch retten aus dieser verdorbenen Generation zum Beispiel. Ein Geschlecht im Sinne von einer Volksgruppe oder einer Generation, dieses Wort, was da steht, hat, kann mehrere Bedeutungen haben. Lasst euch retten aus dieser verdorbenen Generation. Da kann man für verdorben auch das Wort pervers einsetzen. Verdrehte Generation. Verdorben. Ich glaube, Petrus würde genau das den Menschen heute auch so zurufen. Hier in Hannover. Lasst euch retten aus dieser verdorbenen Generation. Ich meine nicht, dass wir dieselben sind wie die Leute damals. Nicht, dass unsere Geschichte ihre Geschichte ist. Oder dass ihre Geschichte unsere Geschichte ist. Aber viel besser und viel weniger verdorben sind wir auch nicht, oder? Wenn wir ehrlich mit uns sind. Ja, wir sind anders. Und ja, es ist viel passiert seitdem. Es sind viele hundert Jahre ins Land gegangen, seitdem Petrus das hier so, ja, feurig ausgerufen hat. Aber viel besser geworden ist der Mensch seitdem auch nicht. Manche würden sogar sagen, vielleicht ist er sogar schlechter geworden. Was ich aber wirklich sagen kann, ist, er ist derselbe. Davon bin ich überzeugt. Er ist derselbe verdorbene, ja, Mensch. Durchwachsen. Unser Herz ist ein, ja, es ist so durchwachsen. Da sind gute Dinge, da ist aber auch viel Schlechtes. Und alles Gute, was wir tun, ist auch immer wieder durchsetzt. Es ist, ja, es ist so wie vermischt. Als ob wir nichts wirklich Gutes tun könnten. Es kommt immer noch so ein Hauch Unkraut mit rein. Ne? So wie der Acker, von dem Jesus gepredigt hat, wo der Same ausgesät wird, aber dann kommt gleichzeitig auch noch Unkraut auf den Acker. Und beides wächst so zusammen. Und irgendwie denke ich oft so, ja, so sind wir. So, es ist alles so nebeneinander und durcheinander und ja, da ist nicht sozusagen der reine gute Weizen oder das Getreide, sondern es ist immer auch Unkraut dabei. Selbst in den besten Dingen, die wir tun. Und auch wir und auch unsere Generation hat ihr Schiff gegen den Eisberg gelenkt. Also auch wir haben ein Leck. Auch dieses Schiff geht unter. Und das muss jetzt nicht irgendwie unbedingt eine Pandemie oder so sein, aber es ist vielleicht eine Pandemie der Herzen. Eine Pandemie, die sich in unseren menschlichen Herzen ausgebreitet hat und die immer noch nicht vorbei ist. Ja, die Bibel würde das Sünde nennen. Das Schlechte in uns. Wir sind alle infiziert. Wir sind alle positiv. Wir haben da hinten gerade einen Corona-Test gemacht. Also nur damit ihr es gleich wisst für die Taufe. Jörg ist negativ, Luisa ist negativ, Johannes auch und ich auch. Also wir sind ungefährlich, laut Schnelltest. Das kann man ja, gut, ist ja auch egal, wie ernst man das jetzt nehmen kann, aber immerhin. Wir sind nicht infiziert, wir sind gesund. Aber wer kann denn das sagen so innerlich, so vom Herzen her? Wer von uns könnte hier mit Freimut vorne stehen und sagen, ich bin gesund, mein Herz ist absolut gesund. Absolut keimfrei, virenfrei. Ich bin einfach nur gesund. Niemand, sagt die Bibel, könnte das sagen. Niemand kann vor Gott treten und sagen, Herr, ich bin gesund, ich brauche keinen Arzt. Doch, brauchst du. Ja, bei manchen ist es offensichtlich, oder, dass sie krank sind. Manche Menschen sind so offensichtlich so verdorben. Ja, die können das gar nicht verstecken. Aber wir anderen, ja, wir kommen ganz gut klar mit dieser Krankheit. Wir schlängeln uns so durch, wir leben so unser Leben. Und ja, obwohl wir innerlich nicht völlig gesund sind, aber ja, wir kriegen es irgendwie hin. Und eigentlich auch nur, weil Gott gut ist. Und wie die Bibel sagt, es regnen lässt ja, auf Gläubige und Ungläubige und uns alle segnet. Lass dich retten, ruft Petrus. Lasst euch retten. Das heißt, lass es zu. Ja, lass es zu. Und ich weiß, es ist demütigend, für einen erfahrenen Seemann SOS zu funken. Ja, stell dir vor, du bist so ein erfahrener Kapitän. Du hast alle 7 Weltmeere bezwungen, jeden Sturm getrotzt.
Nie ist etwas passiert. Du hast jede Situation bewältigen können, Gott sei Dank. Aber dann kommt diese eine Situation, dieser eine Sturm, der dich überfordert, wo alles schief geht, wo du alle Register ziehst, aber es funktioniert nicht. Ich kann mir vorstellen, dass es hart ist, für so einen erfahrenen Seemann dann letztendlich zu sagen, okay, wir schaffen es nicht alleine. Ich krieg das, ich kann die Karre nicht aus dem Dreck ziehen. Wir kriegen das nicht hin. Diese Situation überfordert mich. Dieser Sturm ist zu heftig. Das Meer hat mich besiegt. Ich gehe jetzt an das Funkgerät oder ich sage jetzt meinem Angestellten Funk SOS. Denn sonst gehen wir unter. Wenn uns keiner hilft. Das ist demütigend. Das bricht unseren Stolz. Oder da müssen wir erstmal unseren Stolz überwinden, wenn wir sagen, okay, ich lasse mich jetzt retten. Oder stellt euch so einen Mann vor, so einen Handwerker, so einen Heimwerker, jemand, der an seinem Auto immer rumfummelt und selber die Zündkerzen auswechselt und selber die Glühbirnen auswechselt und so weiter. So ein Typ. Und dann hat er eine Panne, oder? Und bleibt liegen an der Straße. Und natürlich, boah, Moment mal, ich kenne noch mein Auto immer auswendig. Fummelt da rum, 10 Minuten, Viertelstunde, halbe Stunde, Stunde, er geht wieder rein, lässt das Ding, will das an, es springt nicht an, geht wieder nach vorne, fummelt weiter rum, hat noch eine Idee, macht das, hat noch eine Idee, macht das, lässt wieder, nein, es startet nicht, das Auto ist im Eimer. Und er kriegt es einfach nicht hin. Und das ist so hart, oder? Weil wenn du was drauf hast und weißt, ich kann das eigentlich, aber es funktioniert nicht. Und dann den ADAC zu rufen. So, ja, ich bin selber dann kommt der ADAC so, ja, es könnte ja das, ja, ich bin selber Kfz-Mechaniker, danke. So, ja, aber Sie haben es ja offensichtlich nicht hingekriegt alleine. Ja, danke, das weiß ich. Können Sie bitte mein Auto einfach abschleppen? Ich weiß nicht, was so eure Berufe sind, aber wisst ihr, wenn ihr in eurem Beruf belehrt werdet, dann sagt ihr doch auch, das ist auch hart, oder? Wenn jemand kommt und dich belehrt in deinem Beruf und du merkst, ja, er hat eigentlich recht und ich bin nicht zurechtgekommen mit der Situation und ich brauchte diese Hilfe. Nur die Demütigsten können das ab. Einfach so. Aber wirklich zu sagen, wenn jetzt niemand kommt und mich rettet, dann bin ich verloren und dann gehe ich runter. Das ist schon hart. Das ist schon ein Zugeständnis. Und genau das haben unsere Täuflinge getan im Taufkurs. Das haben sie auch vor Jörg und mir bekannt, dass es genau, ja, dass es ihnen so geht, dass sie davon überzeugt sind. Wenn mich nicht jemand abschleppt, wenn mich Gott nicht abschleppt, oder wenn Gott nicht dieses Schiff, dieses Leck, ja, repariert, dann gehe ich unter. Ohne Gott gehe ich unter. Ohne Gottes Hilfe schaffe ich es nicht. Johannes und Luisa haben sich retten lassen. Sie haben zugegeben, dass sie Rettung brauchen. Sie haben SOS gefunkt. Und Gott hat sie erhört. Auf wunderbare Art und Weise. Da haben wir viel Zeit verbracht und konnten darüber reden. Es ist einfach super schön zu sehen. Und auch wenn es nicht immer so spektakulär ist, aber letztendlich ist es doch so. Ohne Gott schluckern wir alle unter. Langsam, schnell, der eine schnell. Der eine ist innerhalb von einer Woche im Eimer, der andere kann es irgendwie 60 Jahre strecken. Aber ohne Gott lugern wir darunter. Und letztendlich landen wir dann alle am Meeresboden. Da treffen wir uns dann wieder. Wracks. Das Gute aber ist, dass wir einen Rettergott haben. Unser Gott hat einen DLRG-Rettungsschwimmerschein. Ich weiß nicht, wer das hier hat. Hat das jemand? Rettungsschwimmer? Ich habe immer in der Jugendarbeit jemanden gesucht, der das hat. Sehr gut. Ihr könnt euch nachher bei Paul melden und Amira. Die können bei Jugendfreizeiten immer jemanden brauchen, der einen Rettungsschwimmerschein hat. Weil Baden muss ja sein. Aber unser Gott ist ein Rettergott. Und unser Gott hat einen Rettungsschwimmerschein. Und er rettet gerne. Und unser Gott rettet nicht nur gerne, sondern er hatte auch einen Rettungsplan. Er hatte einen Plan, wie er die Karre aus dem Dreck ziehen könnte. Und diesen Plan hat er in Jesus Christus durchgezogen. Ja, und da geht es um den Tod und die Auferstehung Jesu. Und das war Gottes Plan. In und durch Jesus von Nazareth für uns zu sterben
unsere Schuld zu bezahlen, Johannes und Luisas Schuld auf sich zu nehmen, sie freizukaufen, sie zu erlösen, ja, sie zu retten. Und das hat ihn sehr viel gekostet. Es geht um den Tod und die Auferstehung von Jesus, von dem Messias. Und diesen Messias, und das ist das Krasse an dieser Bibelstelle, diesen Messias hatten die Zuhörer von Petrus vor weniger als 2 Monaten getötet. Es ist hier wirklich eine sehr besondere Situation. Petrus redet hier, er predigt den Mördern von Jesus. Hier stehen sie vor ihm und hören ihm zu. Und er predigt ihnen. Und sagt, wisst ihr überhaupt, wen ihr da getötet habt? Und langsam dämmert es ihnen. Ich muss es mir direkt vorstellen, wie sie Petrus zuhören, seiner Predigt. Vorher haben sie dieses Wunder gesehen, was Gott getan hat, das Pfingstwunder. Diese Gläubigen reden in verschiedenen Sprachen und sie merken, hier tut Gott etwas Großes. Sie können es nicht abstreiten, es ist offensichtlich. Und dann kommt Petrus, er hält diese feurige Predigt und es dämmert ihnen Wort für Wort, was hier gerade vor sich geht. Und welche Rolle sie in dem Drama gespielt haben, nämlich die Rolle des Mörders. Und sie denken sich, sheesh, was passiert jetzt mit uns? Was passiert jetzt mit uns? Es wird ihnen langsam klar, wir sind dem Untergang geweiht. Wir sind dem Untergang geweihte. Wir sind die Mörder des Sohnes Gottes, des Messias. Wir haben Jesus Christus, Jesus von Nazareth, den Mann Gottes getötet. Das geht auf unsere Kappe. Das geht auf unsere Rechnung. Und das ist eine große Rechnung. Sie merken, wir können das nicht. Was machen wir jetzt? Wir Christen sagen, wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Aber was ist umgekehrt? Was ist, wenn Gott gegen uns ist? Wer kann dann für uns sein? Wer kann uns gegen Gott verteidigen? Wer kann uns dann im Gerichtssaal vertreten vor diesem heiligen Gott? Wenn doch eindeutig klar ist und die Schuld bewiesen ist und es hunderte von Zeugen gab, ja, wir waren es. Wir können das gar nicht abstreiten. Und nun? Und hier sagt, und jetzt gehe ich ein bisschen in die Predigt, rein, in Vers 32. Diesen Jesus hat Gott auferweckt, wovon wir alle Zeugen sind. Und damit meint er sicherlich die anderen Jünger, aber bestimmt auch, wovon wir alle Zeugen sind. Nachdem er nun durch die Rechte Gottes erhöht worden ist und die Verheißung des Heiligen Geistes vom Vater empfangen hat, hat er dieses ausgegossen, was ihr seht und ihr hört. Das, was ihr hier seht, das hat Jesus getan. Dieses Wunder, dass der Heilige Geist uns jetzt die Kraft gegeben hat und die Fähigkeit, in aller Herren Sprachen diese frohe Botschaft zu verkünden. Das ist ein Wunder, was Gott getan hat. Denn nicht David ist in die Himmel hinaufgefahren. Er sagt aber selbst, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde lege zum Schemel deiner Füße. Die Feinde, das sind die Zuhörer. Petrus sagt, ja. Und Gott hat Jesus versprochen, dass er seine Feinde zum Schemel seiner Füße legen wird. Das sind wir. Seine Feinde, die Feinde des Herrn. Das ganze Haus Israel soll nun zuverlässig erkennen, dass Gott ihn, und damit meint er Jesus, sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat. Diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Boom, Treffer, das war's. Wie muss sich das anfühlen, wenn man plötzlich versteht, dass man die einzige Person, die einen hätte retten können, umgebracht hat? Wie muss sich das anfühlen, wenn du den Arzt auf dem Gewissen hast,
dessen Behandlung dich von deiner tödlichen Krankheit hätte heilen können. Was muss das für ein Gefühl sein? Sie hatten ja nicht irgendwen umgebracht. Sie hatten ihren eigenen Retter umgebracht. Den Mann, der ihnen helfen wollte, der für sie gekommen war. Als sie aber das hörten, Vers 37, drang es ihnen durchs Herz. Und das kann ich verstehen. Und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln: Was sollen wir tun, ihr Brüder? Sie merken, wir sind verloren. Wir sind verloren, wir sind im Untergang geweiht. Und ich glaube, so ein bisschen kennen viele von uns dieses Gefühl oder haben das schon mal erlebt in ihrem Leben. Dieses Gefühl, okay, wenn mir jetzt keiner hier aus dieser Situation hilft, dann bin ich verloren. Und das hat auch was Kindliches. Kinder kennen das. Kinder kennen diese Situation fast jeden Tag. Wenn mir jetzt keiner hilft, schaffe ich es nicht. Wir als Erwachsene haben uns viel angeeignet. Wir können viel. Wir können so viel, dass wir unseren Tag bewältigen können. Sogar noch mehr, dass wir den nächsten Tag planen können und dass wir darauf vertrauen oder hoffen können, dass wir die nächste Woche, das nächste Jahr irgendwie schaffen. Wir haben eine Menge gelernt. Und wir haben so ein bisschen vielleicht dieses Gefühl vergessen, wenn mir jetzt nicht einer hilft, schaffe ich es nicht. Und dann später, wenn wir alt sind, kommt das wieder, weil Gott ist gut und demütigt uns nochmal, wenn wir richtig alt werden. Und dann merken wir wieder jeden Tag, wenn mir keiner hilft, bin ich verloren. Und so ist es. Das ist das menschliche Leben. Und das ist aber auch gut, dass Gott uns das zeigt. Denn wir brauchen Hilfe. Sonst sind wir verloren. Und Luisa und Johannes haben das gemerkt. Und sie haben sich gefragt und darüber nachgedacht, wer kann uns retten? Was sollen wir tun? Was ist jetzt zu tun? Wer kann uns retten vor uns selber? Und sie fragen ja ganz konkret, okay, gibt es irgendwas, was wir tun können? Gibt es irgendeinen Ausweg? Gibt es irgendeine Lösung für dieses Dilemma? Und Petrus aber sprach zu ihnen, Vers 38, tut Buße. Und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. Und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die in der Ferne sind, so viel der Herr, unser Gott, hinzurufen wird. Was sollen wir tun, sagen sie? Was sollen wir tun? Ja, tut Buße, sagt Petrus. Tut Buße. Und Buße tun heißt, sich umwenden, umkehren, sich Gott neu zuwenden. Diese Menschen haben Gott den Rücken gekehrt, indem sie Jesus gekreuzigt haben. Sie haben Gott den Rücken gekehrt, so sehr, wie man ihm nur den Rücken kehren kann. Und Petrus sagt, kehrt um von ganzem Herzen, dreht euch, wendet euch Gott wieder zu, wendet euch Jesus Christus zu. Und jeder von euch lasse sich taufen. Und diese beiden Dinge, das haben auch Luisa und Johannes getan. Sie sind umgekehrt. Und das ist wahrscheinlich schon eine ganze Zeit her. Aber letztendlich gab es diesen Moment, wo sie sich Gott neu zugewendet haben. Oder wo sie sich Gott das erste Mal wirklich zugewendet haben. Und gesagt haben, Herr, ich brauche dich, sonst gehe ich unter. Und jetzt tun sie das Zweite. Sie lassen sich taufen. Sie sind dem Wort Gottes gehorsam. Sie wollen in der Taufe bekennen, ja, ich brauche Rettung. Und ich musste mich retten lassen. Ja, hätte ich mich nicht retten lassen oder wäre ich nicht gerettet worden, würde ich untergluckern, auf kurz oder lang untergehen. Und sie bekennen das heute in der Taufe und deswegen ist es ein wunderschöner Tag. Die beiden haben deutlich wahrgenommen, ohne Jesus bin ich verloren. Und sie haben, ja, ihren Stolz weggeschmissen und haben gesagt, was soll's. Ich gebe es zu, ich brauche diesen Jesus und ich muss mich retten lassen. Lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht. Lasst euch retten aus dieser bösen Generation. Ich bin Gott super dankbar, dass ihr beiden, ja, dass ihr dieses Angebot, dieses Rettungsangebot Gottes, denn das ist es ja. Gott kann niemanden zwingen. Petrus kann niemanden zwingen und sagt, los, ihr lasst euch jetzt retten, okay?
Los, du da, hierher, aber sofort. Zwangstaufe. Nein. Lass dich retten, Bruder. Es ist ein Angebot. Lass dich retten. Gott wird es tun, wenn du es möchtest. Er macht es. Nimm seine Hand. Nimm das Angebot an. Und lass dich retten. Ich möchte noch kurz beten. Herr, ich danke dir, dass wir ja, heute einfach Zeuge sein können davon, dass Johannes und Luisa in der Taufe bekennen, ja, Jesus musste mich retten. Jesus musste mich hinausziehen und ja, ich brauche diesen Jesus, seinen Tod und seine Auferstehung und die Vergebung der Sünden. Ich brauche diesen Arzt, der mich gesund macht, ja, weil mein Herz krank ist. Und ich danke dir, Herr, dass du dieser Arzt bist und dass du dieser Arzt sein möchtest für uns und dass du uns ja, dieses Angebot machst, uns zu retten, uns zu heilen, uns zu befreien. Danke, dass du das am Kreuz von Golgatha getan hast und deine Auferstehung zeigt uns, ja, du bist wirklich der Messias und der von Gott Gesandte. Und zusammen mit diesen Leuten hier in dieser Geschichte, Herr, wollen wir einfach feiern, wollen wir deine Rettung feiern und die beiden jetzt einfach taufen. Und wir danken dir dafür, dass wir es tun dürfen, Herr. Amen.